Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sim Airport. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier mit dem Hackbart und unserem doch kleinen, aber feinen, so langsam wachsenden Flughafen. Wir haben richtig Schotter hier mittlerweile um 300.000. Finde ich nicht schlecht dafür, dass wir uns hier ganz gut halten. Und ihr habt natürlich auch wieder fleißig in die Kommentare unten reingeschrieben. Ich werde einfach mal kurz hier rein switchen und das Spiel sein lassen. Ich werde euch das ganz kurz vorlesen. Und zwar wurde mir gesagt, dass dieser Bereich hier... jetzt bin ich mir Security scheitern, das sind ja diese hier, einfach viel, viel zu lang sind. Ich sollte die ungefähr, ja, so um ein Drittel, die Hälfte kürzen. Da bin ich jetzt noch nicht so ganz lang. Die sind 15 lang, aber 5 reicht, aber ein Drittel sind bei mir dann dementsprechend 10. Also ich werde die vielleicht mal so auf 7 oder sowas kürzen, das werden wir definitiv machen. Im selben Atemzug hat der Benjamin geschrieben, wir sollten unseren Bustransfer, also die Zeit, in welchem Abstand die Busse kommen, etwas erhöhen. Darum werden wir uns kümmern und vielleicht auch erforschen, dass wir dann hier dementsprechend die Eisenbahn rankommen lassen können. Wobei, ob die jetzt da draußen warten müssen oder nicht auf dem Bus, ist mir eigentlich völlig platte. Und der Lan-Soles, wie auch immer, vielleicht schreibst du einfach mal so einen Namen drunter, dann ist das auch ein bisschen einfacher für uns, sagt ebenfalls, dass wir das hier kürzen sollten, weil die Fluggäste dadurch behindert werden. Alles klar. Und die Aufladefläche bzw. die also die Pickup und die Drop-Offs sollten wir ändern. Wobei, wird das jetzt nicht so verkehrt. Vielleicht mache ich hier die Drop-Offs oben hin und hier die Pickups. Müssen wir einfach mal gucken. Aber wir wollen jetzt einfach mal noch ein bisschen durchstarten. Wir werden das hier noch so ein bisschen jetzt ausbauen. Tippweise wurde mir das gegeben, dass sich das hier halt auch ziemlich, ja, staut am Ende. Und dann gucken wir uns das einfach mal an. Wir werden im ersten Atemzug hier auf jeden Fall anfangen, die Dinger mal, ich denke mal, um die Hälfte zu kürzen. Wir haben ja einen langen Bereich mittlerweile hier aufgebaut, der uns doch gut geholfen hat, hier was zu machen. Wir werden das jetzt hier einfach mal alles ein bisschen kürzen. Der ist, glaube ich, sogar sowieso komplett überflüssig aktuell. Und mein anderer Plan war, das hier oben noch auszubauen. Ich wollte die Büros hier wahrscheinlich lassen, da bin ich mir noch nicht so ganz so sicher. Oder hier oben in die Ecke und ich war mir da noch nicht so ganz so sicher. Wir werden hier auf jeden Fall jetzt auch erstmal die Warteschlangen reinmachen. Ja, wir werden, denke ich, nicht dran vorbeikommen, dass wir hier die Büros auch entfernen, so, dann können wir mal hier ran switchen. Das reicht gerade noch so, dass wir an diese Tasten da rankommen. Ja, ihr sucht euch jetzt alle einen Affen, ich weiß. Hätte man auch in der Nacht machen können. Aber so ist es doch erstmal ein bisschen einfacher. So, die Schlangen, das funktioniert. Wir sollten hier vielleicht den Drop-Off-Bereich... Ja, wo machen wir den hin? Machen wir den hier, den Garage, erstmal weg. Ich weiß nicht, ob man den jetzt canceln kann, ohne dass es da Probleme gibt. Wir werden einfach diesen Bereich hier hinbauen. Jawohl, wir werden das so machen. Den hier oben werden wir noch wieder ein bisschen einkürzen. Und ich wollte den Storage Deliveries, wir werden diesen Bereich einfach noch größer machen. Und zwar der Pickup-Bereich ist das. Den suchen wir den mal eben dreimal vorbeigehuscht. Können sich die Leute hier so ein bisschen aufteilen. Was mich so ein bisschen nervt, ist ganz ehrlich, dass sie hier wieder reingehen, um da oben auf die Toilette zu gehen. Also ich habe hier Toiletten aufgebaut für euch Jungs. Der Bereich ansonsten hier unten ist ganz gut, finde ich. Der läuft soweit sehr schön. Wir werden jetzt mal noch die Idee von dem Benjamin verfolgen. Und zwar... Gucken wir hier Runway. Und zwar brauchen wir... LRT. Da, genau, das ist für die Eisenbahn. Das sind 50.000. Das ist natürlich schon eine ordentliche Hausnummer. Aber wir machen das jetzt. Ging das jetzt nicht? Achso, CEO muss... Achso, okay, alles klar. CEO. Wo haben wir den? Hier haben wir den. Der kostet richtig Asche, ey. So. Dann das. Das haben wir. Und dann
gucken wir mal, wie wir hier. Wir wollten den Bereich noch weiter demnächst ausbauen. Der ist abgesperrt. Das heißt, wir können. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das will. Ich werde mich erstmal auf sowas einlassen. Vielleicht ist das ja eine ganz coole Idee, wenn wir das so machen erstmal. Security-Bereich. Das passt soweit. Die Bänke können dann hier weg. Ich würde dann hier einfach einen Wartebereich vielleicht sogar draus machen. Und hier auch. Also der untere Bereich, wie gesagt, den können wir nicht kaufen. Ihr seht es hier, wir können nur hier kaufen und hier. Als nächstes würde ich ganz gerne diesen Bereich kaufen für 281.200. Um hier erstmal noch ein XL-Gate dran zu klatschen. So, das läuft ganz gut. Da ist auch was gekommen. Die Bahn kommt so. Wir wollten ja mal gucken. Transport, die Busse. Das ist alles noch gesperrt. Das heißt, wir erforschen das ja gerade. Ja, okay, 7,5 Stunden brauchen wir noch. Also morgen früh sollte das dann fertig sein, das Ding. So, was habt ihr ansonsten noch für spannende Ideen? Ich würde hier noch auf jeden Fall den Bereich irgendwann auch noch den ausbauen. Hier werden wir eine Mauer lassen, denke ich mal. Und zwar so. Wenn wir so gerade ein bisschen. Wir machen das so erstmal. So, dann kommt dieser Bereich, die reißen das weg, genau. Hier haben wir erstmal genug Platz. So, dann kann noch das erstmal weg. Dieser ebenfalls, weil den Ausgang würde ich ganz gerne lassen, den Maintenance-Bereich auch. Warum? Wir können natürlich, wir machen das ganz anders. Wir machen hier jetzt noch eine Mauer rein, machen die wieder weg. Wir machen die ebenfalls weg. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Da gucken wir hier oben. Fehlt jetzt auch dieser Bereich, der muss natürlich auch weg. So, ja klar, jetzt könnt ihr da rein. Wir würden aber, ich möchte gerne eine Mauer haben. Reinkommen und durch die Sicherheit ist das nicht schön. Klar, der löst jetzt hier aus. Das hat sich aber, glaube ich, hoffentlich auch gleich erledigt. So, wunderbar. Das klappt soweit ganz gut. Hier der Wartebereich, den machen wir auf jeden Fall auch größer demnächst. Jetzt ist nur die Überlegung, ob wir die Office, ob ich die vielleicht so hinsetze, hierin, und die Schlange so habe. Ist vielleicht am sinnvollsten, oder? Wenn ich dann doch den Bereich hier, wie viel nimmt mir das jetzt hier weg? Boah, 120.000 Glocken. Ist meine Hausnummer, ne? Darum können wir uns später kümmern. Das brauchen wir jetzt aktuell nicht. Ich würde auf jeden Fall ganz gerne noch ein zweites Gate machen und dann hier ausbauen. Wir müssen natürlich auch eine zweite Landebahn irgendwie auf die Kette kriegen jetzt. Wir müssen die 281.000 zusammenkriegen. So, hier haben wir noch Platz für ein kleines Gate. Das könnten wir ja eigentlich da schon hinbauen. Platsch. Was kostet mich das Ding überhaupt? 40.079. Okay, wir machen noch ein kleines Gate hier hin. Das gefällt mir ganz gut. Die blockieren sich natürlich alle. Vielleicht machen wir doch schon dann hier das so hin. Dann haben wir einen schönen Eingangsbereich. Da können die Leute dann nochmal ansonsten auf die Toilette gehen. Oh, Alter, ich raste aus. Okay, wir müssen hier so ein bisschen wurschteln. Der kommt hier wieder zu. Das war nie jetzt. Achso, genau, das Gate. Da können wir dann da eine Tür reinsetzen. Und wir brauchen. Wo sind die großen Türen? Da sind die großen Türen. Wir brauchen einen so einen kleinen Schalter. Weil ich fast behaupten würde, meine 77% 180. Ich weiß nicht, wo meine Fluggäste bleiben. Also wir machen den auf jeden Fall hier auch breiter.
wird das ganze Ding irgendwann hier krass ausbauen, denke ich mal. Den werden wir weitermachen für schlappe 127.000. Ja, komm, gönn dir, machen wir so. Hier ist zugetackert, genau, so wollen wir das haben. Größerer Bereich, wie gewünscht, haben wir hier reingeklatscht. Deliveries, ja genau, wir müssen hier mal gucken, dass wir dann hier so ein bisschen Platz lassen für die zweite Straße. Und wir müssten doch eigentlich, wenn ich das... Das Spiel ruckelt jetzt gerade so ein bisschen. Also da ist der Tisch schon. Das fertig geforscht haben, wenn ich das richtig sehe. Und zwar, na, da. So, das haben wir. Können wir doch mit den Zügen was anfangen. Jetzt gucken wir mal eben rein, was die Züge uns hier kosten. So, jetzt bin ich ein bisschen überfragt, Freunde. Wie muss ich das Ding... Achso, ich habe erstens nicht... Was kostet denn das Scheißding? 194.000 Glocken? Auf keinen Fall. Machen wir mal ein bisschen später, würde ich mal behaupten. So, wir gucken mal hier. Was? Ich werde doch nur die Zeit hier haben. Operations. Eternal Light Rail Service, okay. Was könnten wir eigentlich mal machen? Road Building für 30.000, ja, das hat viel Geld jetzt, ne? 14.000, wie krass jetzt noch. Ja, komm, hier, das machen wir mal als nächstes. A formal must have an office. Okay, wir müssen mal... Also wir müssen ganz viele Offices irgendwie bauen. Hier haben wir 2 mal 3. Das heißt, wir brauchen dann 4 mal 1, 2, 3, 4, 5. 4 mal 5. Wir werden die Büros hier reinmachen, denke ich mal. Mal 5. Das ist korrekt, aber wir brauchen nur 2. Ja, jetzt bin ich gerade komplett durcheinander. Sechs Stück brauchen wir hier insgesamt. Ja gut, alles klar. Brauchen wir noch 6. 6 ist aber schon zu viel, oder? Wir können auch 4 machen, das sollte doch passen. 4 mal 4. Quatsch, was habe ich gemacht? Okay, also wir müssen das ein bisschen anders rechnen. Ja, aber das kriegen wir alles in den Griff, das ist kein Problem. Unser... Ja, gut, komm. Dann ist da Ruhe. Und du kannst den hier auch noch mitnehmen. Ja, habe ich ja wieder richtig geile Arbeit geleistet hier. So, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Office rein haben will. Schreibtisch, wo sind die Schreibtische? Jetzt. Schreibtische, hier sind die Schreibtische. Ein Stuhl. Und eine Tür. Ist alles gut, reicht doch. Mehr brauchen wir nicht. Das heißt, wir werden auf jeden Fall eiskalt hier. Das so machen? Ja, ich weiß. Und im selben Atemzug hätte ich gerne das so. Na, wo bleibt er? Da kommen sie. Und das so. Ich glaube, so ist das korrekt, wie ich mir das gerade gedacht habe. Alles ist einwandfrei, ist das. So, dann können wir hier schon mal wieder Türen einsetzen. Zack, 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 Türen. Wir machen die Büros alle gleich. Und das würde ich gerne wieder abreißen. Autosaving ist auch in Ordnung von hier aus.
Wir haben jetzt nichts, was sich hier um uns kümmern könnte. Wir müssen auf jeden Fall das hier irgendwie auf die Kette kriegen. So, damit wir da erstmal irgendwie reinkommen. Wir haben 5 Mitarbeiter, das ist in Ordnung. Zap, zap, zap. Das Office können wir schon wieder canceln. Das ebenfalls. Dann müssen wir auf jeden Fall unsere Schreibtische wieder hinbauen. So, dann haben wir unsere 4 Büros. Die sollen sich jetzt hier mal auskaspern, was jetzt gleich passiert. Einer da rein, der zweite da rein. Jawohl. So, was können wir noch an Personal einstellen? Und zwar hatten wir gesagt, wir brauchen einen Foreman. Ein Foreman kümmert sich um so eine Scheiße. Arbeit zu Research Design, Upgrades und Research. Okay. Den stellen wir ein, der soll sich das Office dann nehmen. Und dann können wir doch hier weiter forschen. Was wollte ich denn jetzt als genauer? Operation 2. Roadbuilding, Banklines. Was war das jetzt? Dieses Maintenance, glaube ich, wollte ich haben. So, da stapelt sich da schon wieder die Busse. Ja, die Busse müssen da. Die Busse müssen auf jeden Fall. Das kommt dann als nächstes. So, dann können wir das Dach hier, das hier wieder abreißen. Das brauchen wir alles gar nicht. Haben wir hier so ein bisschen Platz? Warum? Wir gucken mal eben kurz. Ja, das ist doch 735. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr eine Idee oder sowas, ob wir da noch höher gehen könnten, ohne dass uns das alles abhaut. Ich würde hier vielleicht sogar auf 40 gehen. Müssen wir mal gucken. Runway, okay, das passt soweit. Wir haben relativ viele Leute um die Mittagszeit. Wir werden das mal ein bisschen erhöhen, irgendwie wirklich, wie Benjamin schon sagte. Was, genau, was sollte der Bahnhof jetzt hier kosten? 194. Also ich glaube, den Bahnhof werden wir jetzt als erstes hinsparen. Hier, die gehen auf Toilette, das ist in Ordnung. Da gehen immer noch ein paar wieder hoch. Wobei, ich finde, das mit dem Pickup-Dinger, das passt momentan eigentlich ganz cool. Das funktioniert. Hier würde ich vielleicht sogar noch weiter runterbauen demnächst. Oder höher, ich... Ja, das ist das Maximum, was wir eigentlich machen können in Sicherheitsschleuse. Oder wir müssen die Sicherheitsschleuse so dann bauen. Hier eine Wand rein, dass die Leute hier hochgehen. Dann könnten wir mindestens... Ja, einiges könnten wir hier basteln. Wir werden wahrscheinlich das so in die Richtung machen müssen. Wir machen hier schon mal den Sicherheitsbereich, damit wir wissen, was wir daraus machen wollen. So, und dann können wir doch hier schon eine Mauer ziehen. Das wäre mal schon mega geil. Hier eine Mauer hoch. Genau, so machen wir das. Dann kommt hier der Security-Bereich rein. Dann können wir hier eine schöne Wand lang ziehen und hier... Das kriegen wir hin. Ich glaube, das ist eine geile Idee. Da kann man uns wieder was Schönes in den Kopf. Ich hoffe ja auch, dass sie sowas mal alleine reparieren. Ich kann ja, also, ich weiß nicht, wisst ihr vielleicht, ob sowas alleine repariert wird, wenn wir jetzt ja so einen Typen engagiert, der sich ja eigentlich darum kümmern sollte.
So, was sagt denn unsere... Zap, zap, zap. Maintenance accept. In Frage auf 4,5 Stunden noch. Ja, meine Frage, wir haben Personal da. Das ist besetzt. Wir müssen einfach nur hier demnächst ausbauen. Und dann machen wir hier noch die Plattform hin für die Züge. Und den Security-Bereich ändern wir in diesem Bereich. Machen wir hier nämlich auch so eine Mauer irgendwie hin. Müssen wir mal gucken, wie wir das klären. Dann können wir hier vielleicht eine Bar hinbauen oder sowas. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ansonsten, ich bedanke mich immer wieder bei euch, dass ihr mit in die Kommentare schreibt und mir so ein bisschen helft, wie wir am besten was machen können. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo. Wir freuen uns immer darüber. Ich sage Tschüssikowski und goodbye. Tschüssi.